Die Maitum 2018. Es soll das große Fest zum 150-jährigen Jubiläum der TU München werden. Verantwortlich für die Maitum ist seit 2015 die studentische Vertretung. Nach drei erfolgreichen Jahren am Innenstadtcampus soll das Fest nun noch größer und besonderer werden. Dieses Mal am Campus Garching. Die Maitum ist natürlich in diesem Jahr in der 150-Jahr-Feier was Besonderes, gerade deswegen, weil wir einerseits das Mitarbeiterfest mit dazugenommen haben, auch den Campuslauf mit dazugenommen und weil der Standort natürlich sehr exklusiv und besonders ist im Unterschied zu den letzten Jahren. Und es ist im Rahmen der 150-Jahre-Feier auch ein bisschen das, wo wir als studentische Vertretung in Kooperation mit dem Hochschulpräsidium sowohl Studenten als auch Mitarbeitern einfach was bieten wollen, um einfach auch ein bisschen zu zeigen, wir sind eine Universität, wir sind eine Gemeinschaft, wir stehen dahinter, wir mögen das bayerische Feeling und deswegen feiern wir doch einfach alle mal in einem riesen Zelt auf dem Vorplatz von der Fakultät und haben einfach ein bisschen Spaß bei der Sache. Also beim Zeltaufbau jetzt gerade, das ist 25 auf 60 Meter groß und als allererstes wird praktisch mal am Anfang eingemessen, dass man rechte Winkel bekommt und auch den Höhenausgleich genau schafft an den verschiedenen Eckpunkten und dann ist es immer in 5 Meter Abständen, werden Pfosten gesetzt, die dann am Boden befestigt werden und nach dann die ganzen Elemente hingelegt werden und dass dann der Autokran kommen kann und kann das Ganze einfach nach oben ziehen und aufstellen. Aber wer steckt eigentlich hinter der studentischen Vertretung? Sie setzt sich aus engagierten, ehrenamtlichen Studierenden aller Fakultäten zusammen und beschäftigt sich mit zwei großen Themenfeldern. Im Bereich der Hochschulpolitik werden Themen wie die Mitgestaltung von Prüfungsordnungen, Vergabe von Studienzuschüssen und die Berufung von neuen Professoren behandelt. Aber auch Themen außerhalb des Hörsaals, wie Studentenwohnraum und Semestertickets. Zusätzlich sorgt sie mit zahlreichen Veranstaltungen auch für den kulturellen Aspekt am Campus. Neben Uni-Partys, Hörsaal-Slams und Podiumsdiskussionen ist die Maitum 2018 wohl die größte Veranstaltung. Als Hauptorganisator wurde Florian Henkes vom Fachschaftenrat gewählt. Es ist Mitte April. Knapp 3 Wochen vorm Anstich der Maitum 2018. Nach über 6 Monaten Planungs- und Vorbereitungszeit geht der Aufbau des Bierzeltes endlich los. Für alle Beteiligten ein Vorstoß in eine neue Größendimension. Das ist natürlich eine sehr spannende Sache gerade, weil der Autokran ist natürlich schon was Besonderes. Man sieht auch ein bisschen im Hintergrund natürlich, dass es sehr, sehr eng ist alles und sehr, sehr kompliziert vom Aufbau her. An sich läuft es aber sehr gut. Bei mir ist die Spannung noch okay. Die Zeltbauer sind natürlich super, geben richtig Gas gerade, sodass alles passt soweit. Wir haben auch extra noch einen Richtmeister mit vor Ort. Die sind mit Hebebühnen unterwegs und ziehen nach und nach jetzt alle Elemente hoch. Dann hat man wie so eine Art Rippengerüst nachher außen stehen und kann dann anfangen mit Wänden, Dach, Boden und so weiter. Kaum zu glauben, dass in diesem Stahlgerippe später 3000 fröhliche Besucher Platz finden. Ein Faktor, der Hauptorganisator Florian Henkes leicht nervös werden lässt. Also die größte Stolperfalle bei uns ist natürlich immer die Zeit, weil es ist sehr, sehr eng getaktet, auch wenn wir sehr lange aufbauen, weil das Zelt sehr komplex ist, einmal von der Dimension her, also Größe und natürlich Ausmaße und weil natürlich an sich der Platz nicht unbedingt geeignet ist für ein Zelt. Das heißt, da mussten wir schon ein bisschen basteln und auch der Zeltbauer. Und deswegen ist es schon so der größte Faktor. Ansonsten, da wir ja auch diesen Zeltbauer jetzt haben mit Autokran und so weiter, ist das eigentlich relativ entspannt noch. Ist natürlich klar, dass bei solchen Veranstaltungen normalerweise immer noch was schief geht. Das heißt, so mit einem gewissen Teil an Nichtwissen und wo man noch ein bisschen überlegen muss, wie man dann genau plant, ist natürlich noch dabei. Das ist uns aber auch bewusst und das haben wir einkalkuliert, sodass ich bis jetzt noch eigentlich entspannt bin und hoffe, dass es so funktioniert. Also bis heute soll auf jeden Fall das Gerüst noch stehen und dann muss man natürlich wieder ein bisschen verräumen und sich einen Plan machen für morgen. Und dann werden die Zeltbauer bis Ende der Woche und am Wochenende natürlich auch noch sowohl die Zeltwände als auch den Boden mit reinbringen. Und nächste Woche kommen dann nach und nach immer noch die Anbauzelte, mit denen geht es weiter.
für unsere verschiedenen Stände, also einmal für die Bierschenken, als auch für die Essensstände, wo wir unsere Großküche drin haben. Und dann Mitte nächster Woche kommen dann praktisch wir, fangen so langsam an, mal unsere Materialien zu packen. Es kommen noch verschiedene Anlieferungen und wir werden dann ab nächste Woche Freitag anfangen mit dem Innenausbau, mit Veranstaltungstechnik, mit Lichttechnik, die Dekoration, die Garnituren aufstellen und nach das ganze Zelt aufzubauen, dass es dann am 3. Mai perfekt steht. Abseits der sichtbaren Arbeiten schreiten die Planungen auch im Hintergrund voran. Wie bei allen Veranstaltungen ist es eine der wichtigsten Aufgaben von Florian, ein Team aus aktiven Studierenden zu finden, die ihn bei der Planung und Durchführung der MaiTum unterstützen. Jeder Aufgabenbereich, von der Zubereitung der Speisen und dem Getränkeausschank über den Auf- und Abbau bis hin zu den Sanitätern, wird von einem Leiter oder einer Leiterin betreut. Neben der Koordinierung dieses Kernteams von etwa 70 Studierenden gilt es in mehreren Vorbereitungssitzungen alle Bereiche wie Kalkulationen, Einkäufe, PR, Aufbaupläne und so weiter zu besprechen. Aber eines fehlt natürlich noch, der Maibaum. Auch hier ist ein Team der studentischen Vertretung unterwegs, auch wenn es für bayerische Verhältnisse typische Probleme gibt. Wir haben relativ kurzfristig zwei Bäume uns liefern lassen, muss man zugeben, ausnahmsweise. Dann wurden die schnell gestrichen. Ja, es ist einer immer geklaut worden. Beides gehört aber auch dazu, nachdem wir auch so viel nebenbei noch machen. Der ist aus dem Gebäude rausgeklaut worden von der Freiwilligen Feuerwehr Garching. War das Beigeschmäckle, aber Mai ist halt so. Man muss ganz klar betonen, der Maibaum ist TU München und nicht TU Garching. Ja, das ist einmal die erste Bedingung. Dann ist die TU-Forschungsgelände ist ein Ortsteil von Garching und innerorts heißt es ja, man darf keinen Maibaum klauen, aber Ortsteile sind davon ausgelassen. Wir dürfen ja auch den Maibaum aus Hochbrück klauen. Die Idee ist gekommen, nachdem die Inninger den Maibaum geklaut hatten, waren wir hier und haben das über die andere Feuerwehr, die Werksfeuerwehr, mitgekriegt. Und dann war die Idee geboren, da steht ja noch ein zweiter, schauen wir mal, was da geht. Und dann sind wir mal da hingegangen zum Spekulieren. Da waren die Spieleabende am Montagabend. Und da wurde dann ziemlich schnell klar, dass das Gebäude um 0 Uhr geschlossen wird. Und dann hat man halt dann die Nächte darauf ein bisschen öfters das beobachtet, wie der Sicherheitsdienst seinen Rundgang macht. Und dann ist man ganz konkret geworden auf den Montagnacht, wo wieder Spieleabend ist. Und da haben wir dann zugeschlagen in der Nacht. Dann haben wir natürlich den Maibaum zurückgebracht an am Samstag, wo er aufgestellt worden ist. Haben wir hier natürlich mit den Leuten, die hier den Maibaum aufgestellt haben, Brotzeit gemacht mit Weißwürst. Das Hauptproblem dabei ist halt immer, genau wie in Garching, wie in der Innenstadt, die Platzverhältnisse. Das heißt, wir mussten hier einmal über den Parkplatz legen. Das ist halt immer ein bisschen schwieriger, wenn man nicht weiß, hält sich jeder ans Parkhalteverbot, passen alle Fahrzeuge überhaupt hin, weil wir jetzt doch mit Drehleiter von der Feuerwehr, von unserer eigenen arbeiten, gleichzeitig noch mit einem Autogramm und gleichzeitig noch mit einem LKW-Steiger. Neben dem Maibaum am Innenstadtcampus steht nun auch einer am Campus Garching. Aber es sollte noch nicht die letzte Attraktion werden für die MaiTum 2018. Also das Riesenrad war tatsächlich ursprünglich von uns mal nur ein Scherz. Bis wir das dann gedacht haben, in der 150-Jahre-Feier könnte man ja mal tatsächlich das als absolutes Highlight anpreisen. Wir haben dann sehr nett nachgefragt und haben durch viele Unterstützung natürlich von der TUM-Seite das tatsächlich geschafft, das Riesenrad zu organisieren. Das wird direkt am Festzelt vor der Fakultät Mathe Informatik stehen, ist 32 Meter hoch und wir hoffen natürlich auf super schönes Wetter und dann haben wir einen super Ausblick über den ganzen Campus mit dem Reaktor, mit unseren Fakultäten und natürlich auch bei klarer Sicht in die Stadt rein und auch wahrscheinlich in die Berge, wo das schon auch eine Attraktion ist, die hoffentlich viele anzieht. Und da wir es natürlich exklusiv dieses Jahr bekommen haben, haben wir gedacht, machen wir es doch auch noch für alle TUM-Angehörigen frei. Das Riesenrad ist in Italien gebaut worden im Jahr 2008, so nach ungefähr einem halben Jahr, dreiviertel Jahr Bauzeit, und wurde 2009 dann an uns ausgeliefert. Das war die erste Saison. Wurde gebaut von der Firma Technical Park und ist insgesamt 32 Meter hoch. Hat 24 Gondeln und 6 Personen pro Gondel finden Platz, also sind wir bei 144. Also hier das Schwierige war im Prinzip, dass der Platz sehr eng war, obwohl es ja recht groß ist trotzdem, aber links und rechts haben wir Wiese. Wir mussten also das also auf dieses 20 Meter, auf den 20 Meter Fleck dort rangieren. Das war erst ein bisschen schwierig und dann, dass wir hier ein ziemliches Gefälle haben.
Und da muss man also relativ viel unterbauen, immer ein bisschen Holzplatten besorgen, dass es da also gerade steht. Ja. Das Riesenrad steht. Und auch im Bierzelt gehen die Aufbauten gut voran. Neben der Dekoration des Zeltes mit Kränzen wird zeitgleich der Boden verlegt. Aber auch hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen. Es laufen die letzten Meetings und Teamleitertreffen und die Materialien und Geräte für Ausschank und Küche werden verpackt. Ein logistisches Meisterwerk. Wir haben dann mal den Zeitplan durchgegangen, haben den Zeltplan nochmal vorgestellt. Es gab 2, 3 kleine Änderungen von den Türen an sich. Ansonsten passt alles perfekt. Das hat so 2, 3 Stunden gedauert, das war nicht eine Top-Sache. Wir haben jetzt alles in der Stadt stehen, auf Paletten, auf Wegen und können dann heute Abend alles einladen in den LKW, bringen das Ganze morgen früh raus, zusammen mit unserer Tontechnik und Lichttechnik. Und dann geht's Wochenende los mit dem Aufbau und nächste Woche noch bis zur Veranstaltung. Ein wichtiger Teil der studentischen Vertretung ist das Referat für Veranstaltungstechnik. Lenhard Specht und Tobias Tetzner sind verantwortlich für die komplette Technik in und außerhalb des Zeltes. Bühnenelemente, Lautsprecher, Traversen und Beleuchtung werden von über 50 Helfern in München verladen und in mehreren LKWs nach Garching gebracht. Eine Herausforderung für alle Beteiligten. Es ist die größte Veranstaltung, die ich jetzt in meiner Zeit bei der Aster Technik betreut habe. Und natürlich sind das viele Herausforderungen, was die Koordination vorher angeht. Wir hatten dann immer Veranstaltungen, wo wir Material zumieten und wo wir mit Firmen in Kontakt stehen. Aber in so einem Rahmen, in so einer Größe ist das jetzt erstmalig. Auch in Bezug auf die reine Aufbauzeit und wie wir das dann mit unseren Helfern koordinieren. Und noch die Nebenveranstaltung, der Campuslauf findet ja auch statt. Diese ganzen Sachen eben zusammenzubringen, ist einfach nochmal eine neue Größe. Und das ist die größte Herausforderung einfach. Das ist zwar ein großes Team, aber die wissen genau, was sie zu tun haben. Schwierig ist tatsächlich hier draußen die Logistik. Wir haben neue Stromanschlüsse legen lassen. Wir haben zusätzlich Aggregate aufstellen müssen. Wir müssen uns mit der Wasserversorgung noch so ein paar kleine Tricks einfallen lassen. Es ist hauptsächlich nur Logistik. Den Besucher erwartet von außen ein Festzelt und von innen dann eigentlich mit Glück auch eine Konzertbühne. Also es ist nicht nur die klassische Wiesenbeschallung, wir wollen dann schon hinten raus auch so ein bisschen Party feiern. Ja, so in Zahlen sind das dann ca. 100 Lampen, die wir insgesamt verbauen, ca. 40 Boxen, damit auch im ganzen Zelt Internet ist, haben wir 25 Access Points verbaut. Für diesen ganzen Spaß verlegen wir zwischen 6 und 7 Kilometer Kabel, die für verschiedene Sachen benutzt werden, von Signal für die Lampen und die Audiotechnik bis hin zu Cut für die ganzen Access Points oder auch Infrastruktur, die ganzen Stromkabel. Also für mich persönlich ist natürlich immer das Schöne, dass wir im Team zusammenarbeiten. Wir sind 70 Leute, wie schon erwähnt. Wir haben super viel Spaß dabei. Wir machen viel Scherze, wir machen viel Blödsinn ab und an natürlich auch mal, ohne natürlich das Tier aus den Augen zu verlieren. Und das macht schon am meisten Spaß. Und wir sind natürlich alle super froh, wenn das Zelt am Schluss voll ist, die Stimmung gut ist und wir am Ende einfach mit Spaß an der Freude bei der Sache rausgehen. Es ist Mittwoch. Ein Tag vor Anstich der Maitum 2018. Die finalen Aufbauarbeiten laufen. Nun dürfen keine Fehler mehr passieren. Immer mitten im Geschehen Florian Henkes. Der Organisator hat alles im Blick und koordiniert den Aufbau. Noch ist das Zelt leer, aber zahlreiche Helfer verwandeln die leere Halle in ein festliches Bierzelt mit Großküche und Biergarten. Oktoberfest-Feeling in klein. Wir haben insgesamt ungefähr 270 Biertischgarnituren hier drin stehen. Das heißt ungefähr 2700 Personen im Zelt. Und dann wird es draußen noch einen Biergarten geben, bei dem man auch draußen sitzen kann. Durch die Glaswände und eine große LED-Wall, die wir außen aufgestellt haben, ist man aber quasi auch im Biergarten live dabei bei dem, was im Zelt passiert. Apropos Leinwand. Auch für die mediale Begleitung wurde gesorgt. Das Team der ProLehre Medienproduktion bringt die Maitum via Facebook-Livestream in die große Welt. Wir haben uns überlegt, dass wir unsere mobile Live-Regie hier vor Ort hinstellen, wo alle Kamerasignale auflaufen werden.
Von hier aus, eben von der Schaltzentrale, können wir sowohl die Leinwand im Biergarten bespielen, als auch eben Facebook-Live-Videos machen vom Anstieg von Kanzler Berger und vor allem, ganz wichtig natürlich, der Anstieg von Präsident Temer. Also wir sind hier mit insgesamt 10 Leuten. Da vorne sitzen 2 in der Bildregie. Zusätzlich haben wir im Zelt 2 feste Kameras installiert, unter anderem eine Domecam, die frei beweglich aus der Regie ist. Dazu eben haben wir eine Steadicam, die schöne bewegliche Aufnahmen machen kann im Zelt, und 2 Schulterkameras. Für die Beauty Shots eben haben wir extra einen Aftermovie-Kameramann engagiert, der die besten Stimmungsbilder einfangen soll, und obendrein noch 2 Drohnenpiloten, die einfach schöne Bilder von oben aus der Luft machen können. Es wird eine kurze Nacht werden für die Verantwortlichen der Maitum. Am Donnerstag, den 3. Mai, wenige Minuten vor Eröffnung, stehen alle unter Strom. Jetzt muss alles an der richtigen Stelle stehen. Zeit für größere Umgestaltungen bleibt nun keine mehr. Das Zelt und der Biergarten füllen sich bereits. Auch für Florian bleibt kaum ein Moment zum Durchatmen. Also gerade bin ich ein bisschen unter Stress noch, weil es ist eine halbe Stunde vor Eröffnung. Müssen wir noch ein bisschen Gas geben, ein paar Reste machen. An sich sonst Aufbau funktioniert. War natürlich wie immer länger als gedacht. Also es gab noch ein paar Nachtschichten zusätzlich. An sich sonst war es top. Zelt steht soweit, es sind noch ein paar Reste, der Essenstand ist am Kochen, der Bierstand ist bereit, hoffen wir, dass wir pünktlich um 11 öffnen können. Mit den ersten Gästen beginnt auch die heiße Phase für Essens- und Bierstand. Mit teilweise über 90 Helferinnen und Helfern pro Schicht ist Logistik das A und O. Also die Küche ist jetzt, da die Maitum dieses Jahr sehr groß sein wird, in verschiedene Zonen aufgeteilt. Wir haben zum einen unsere große Ausgabezone, wo 14 Kassen stehen werden. Dann gibt es allgemein die Produktionen, wo wir unsere verschiedenen Essen schon vorbereiten und dann in Warmhaltebehältern und Konvektomaten nachgaren und warm halten werden. Unsere kleine Grillabteilung, die außen steht, die einfach abgegrenzt ist, da die Grills draußen stehen müssen. Und unsere kleine Ausgabe, die hauptsächlich nach draußen zum Biergarten geht, die mit 4 Kassen und dementsprechend 4 Leuten bestückt ist. Bei diesem Wetter wenig überraschend, das Zelt ist schon mittags zum Anstieg mit Kanzler Albert Berger mehr als gut gefüllt. Die Stimmung ist bereits jetzt ausgelassen, erst recht als der Kanzler Freibier für alle bis 15 Uhr ankündigt. Also, O-Zapft ist! Die Blaskapelle sorgt bei den über 7000 Gästen den ganzen Nachmittag lang für gute Unterhaltung. Abends wechselt dann nicht nur die Beleuchtung, sondern jetzt spielt die aus den vergangenen Jahren bereits gut bewährte Partyband Flottendreier und bringt die Stimmung in dem bis zum letzten Platz gefüllten Zelt zum Kochen. Wie auch in den letzten Jahren ist das Publikum bunt gemischt und umfasst nicht nur viele Studierende, sondern auch Professorinnen und Professoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie externe Gäste. Ein volles Zelt bedeutet für das Maitum-Team Hochbetrieb an den Schenken. Jede helfende Hand wird benötigt. Zeit für Pausen bleibt jetzt wenig. Naja, müde ist man schon, aber da gewöhnt man sich dann irgendwann dran. Gestern war ein gescheiter Tag, hat unheimlich viel Spaß gemacht, hat unheimlich viel Kraft gekostet. Das spürt man jetzt schon in den Knochen, aber passt schon, kriegen wir hin. Insgesamt 3 Schenken werden an den beiden Veranstaltungstagen mehr als 20.000 Maß Bier über die Theke reichen. Die eigens bedruckten Krüge waren besonders bei den Studierenden ein sehr begehrtes Souvenir. Auch der Präsident Wolfgang Herrmann lässt es sich natürlich nicht nehmen, das Fest feierlich zu eröffnen. Und der Präsident war ein vielgefragter Mann an diesem Abend. Das ist ein großartiges Fest in diesem Jahr, zu dem man unseren Studierenden hauptsächlich nur gratulieren kann. Ohne Studierende der TU München würde dieses Fest nicht möglich sein. Die haben das alles organisiert, die halten technische Infrastruktur vor. Bewundernswert, das dürfte es weltweit nicht geben. Ich bin da sehr stolz auf unsere Studierendenschaft. Und der Maibaum, der zeigt natürlich, dass wir hier in der Heimat verankert sind, aber dass wir international ticken. Das heißt, wir wissen, wo wir daheim sind, was die Heimat wert ist, und wertschätzen deshalb auch die anderen Kulturen rund um den Globus. Und wir haben ja über ein Viertel internationale Studierende bei uns, die hoffentlich einmal zu unseren besten Botschaftern in ihren Heimatländern werden.
Nach über 12 Stunden Festzeltbetrieb am ersten Tag folgt in der Nacht noch Reinigung des Zelts, der Schenken und der Küche. Nur wenige Stunden Schlaf müssen jetzt reichen, denn schon früh morgens beginnen am Freitag die Vorbereitungen für den zweiten Tag. Wetter war ja erst ein bisschen auf der Kippe, aber es hat top gehalten. Es hat kurz mal nur ein bisschen genieselt. Stimmung war super. Wir hatten einen Haufen Gäste. Es war eher schon fast zu voll für uns. Wir sind beim Essen fast kaum hinterhergekommen. Aber alle waren auch zufrieden, auch wenn sie mal ein bisschen länger warten mussten. Bier lief super. Auch das mit dem Freibier war eine super Sache. Gab kaum Probleme. Alle waren super happy. Und natürlich abends die Band hat mal wieder richtig eingeheizt und die Stimmung war grandios. Hatte schon fast Wiesenfeeling. Also Weinstefan ist ja gerade noch unterwegs, aber die haben schon mal gesagt, also 75 Hektoliter allein aus diesen großen Fässern wurden schon Festbier verschenkt. Wir schätzen so mit 110, also 11.000 Mass, die wir gestern ausgeschankt haben. Das war schon stark. An Essen hatten wir, ich glaube, fast eine Tonne an Fleisch und Grillfleisch und Händel und so weiter. Und es gab aber auch noch für uns von allen Seiten Lob, was natürlich die Küche besonders gefreut hat. Hier waren wir sehr zufrieden am Ende, aber natürlich auch müde und hoffen, dass wir das heute noch über die Bühne kriegen. Und dann können wir aufräumen und zusammenpacken und gegen den verdienten Urlaub genießen. Nach zwei erfolgreichen Tagen beginnt für die Maitum-Organisatoren nochmal ein Kraftakt. Innerhalb von 2 Tagen werden Zelte leergeräumt, Kochgeräte geputzt, Biertischgarnituren abgebaut. Und selbstverständlich muss auch alles an Material wieder in die Lagerräume gefahren und eingeräumt werden. Alle sind jetzt müde und am Ende ihrer Kräfte. Aber die Stimmung in dem komplett ehrenamtlichen Team bleibt dennoch gut. Schließlich kann das gesamte Team auf eine großartige gemeinsame Leistung und eine in allen Aspekten erfolgreiche Veranstaltung zurückschauen. Und nach einer guten Mütze Schlaf steigt sogar schon wieder die Vorfreude auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt, oh, zapf dich! We'll be right back.